I think that Pepping Matteo's Passion is one of the most remarkable, the most fascinating, the most wonderful pieces that I've come across. It's fantastic in the way because we all know the story. We know the Bach Matteo's Passion. We know other passion stories being told. And the same text is used by Pepping, but he puts it so naked, so clear, so obvious because of the fact that it's performed only by two choir groups that tell the story and make the comments. Ich habe heute das nachstehende Gelöbnis abgegeben und durch Handschlag bekräftigt. Ich gelobe, ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu und gehorsam sein und meine Dienstobliegenheiten gewissenhaft und uneigennützig erfüllen. Das ist ein Diensteid. Dieser Diensteid wird geleistet am 17.01.1936 von Ernst Pepping, damit er seine Lehrtätigkeit aufnehmen kann. Und dieser Komponist komponiert nach dem Zweiten Weltkrieg ein Werk, das sich Passionsbericht des Matthäus nennt, das wir im Februar inszeniert haben. Was für uns das Wichtigste war in der Auseinandersetzung mit dem Stück, war die Entstehungszeit. Und Pepping komponiert das Stück 48-49. Ist das erste größere Werk, das er nach dem Krieg komponiert. Und ich glaube, es war für ihn eine Möglichkeit, seine Biografie, seine Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus zu verarbeiten. Weil, was auffällig ist, im Zentrum der Passionsgeschichte steht nicht der leidende Christus, sondern im Zentrum steht der Verrat. Das ganze Werk kreist immer wieder um verschiedene Verratsmotive. Entschlossen, sehr viel mehr Notenständer zu nehmen, als wir Sänger auf der Bühne haben. Sodass sofort betont ist, da fehlen welche. Da gibt es Abwesende. Und beim Zuschauer die Frage entsteht, wie kommt das? Warum haben wir 100 Notenständer, aber nur 64 Sänger? Wie entstehen diese Lücken? Wie entsteht die Anwesenheit und Abwesenheit der unterschiedlichen Chöre? Und die Lücken eröffnen aber, glaube ich, einen Raum, sich mit was zu beschäftigen, was dann zu tun hat mit der Judenvernichtung, mit Zwangsarbeitervernichtung, mit einem Schrecken, den man erlebt hat, mit dem man sich aber nicht beschäftigt hat, den man ausgeblendet hat. Mir war es wichtig, dass wir
diese Ernst Pepping-Geschichte heute erzählen, heute hören, heute lesen und auch einen nicht uniformierten Chor abbilden, sondern eine Gesellschaft, eine Gruppe von Individuen, die als Einzelpersonen sichtbar werden und nicht als Masse. Und dort sowohl Herren in Smoking als auch in Blaumann vorhanden sind und Damen in Gummistiefeln und Jeans und im Abendkleid. Also dass man wirklich Menschen hat dort auf der Bühne und auch diese Menschen als solche auch explizit wahrnehmen soll als Publikum und eben nicht der Chor dort steht als Transporteur der Musik, sondern auch als Akteur. I keep asking myself, why is this piece not performed more often? And I think the reason is, quite simply, because it's very difficult. It is a tricky piece to sing, it's long, there's no instrument at all to help, and there is lots of rhythmical and other difficulties in the score that really demands for singers that are very skilled. Having seen the video that has been made, I was so impressed and very overwhelmed by the singers because they really show in their faces their own personal feelings to what is being said and what is being told. And I feel that this is a very spontaneous reflection, not something that they have been told to do, but the music and the situation, the storytelling, is so important for each and everyone that it therefore becomes a very natural way of expressing their feelings. Wir haben mit Situationen gearbeitet, wo der Chor sich abwendet, wo nur einer der Chöre singt und der zweite Chor zwar in Position steht, aber ganz offensichtlich weder den Dirigenten beachtet noch den anderen Chor. Wo der Chor sich konzentriert auf was, was er sieht. Und das haben wir versucht zu etablieren über dieses Videotriptychon, dass wir über das Videotriptychon zunächst mal einen Anklang haben an die sakrale Situation, also Assoziation Kirche. Aber der Altar so aufgebaut ist, dass im Zentrum das Martyrium, das Leiden steht, die Details aus den, ziemlich grausamen Details, aus der Foltergeschichte, so eine Art mittelalterlicher Mel Gibson. Und auf den Flügeln haben wir die Bilder aus der Entstehungszeit, das zerstörte Berlin, das kaputte Berlin, so dass eine Beziehung hergestellt wird, über einen dokumentarischen Ansatz als den Rahmen und im Zentrum die Details der Vernichtung. So dass Assoziationen auftauchen, wie geht man damit um, wenn man als Komponist von einem System profitiert hat, durch Kompositionsaufträge kurz vor Kriegsende.
Wir lösen das auf in ein Bild, dass dieser Chor plötzlich nicht mehr an seiner fixierten Position bleiben kann, an den Notenständern. Dass wir ein Schlussbild haben, wo sich dieser Chor als eine Masse wiederfindet, in der dichtestmöglichen Position. Das heißt, wir haben am Ende ein Bild, dass wir 64 Sänger haben, die dicht gedrängt wie eine Herde zusammenstehen, die an Stelen, die die ganze Zeit präsent waren im Bühnenbild, aber nicht registriert wurden, plötzlich Wasserschalen sichtbar werden, weil vier Chormitglieder diese Wasserschalen aufdecken, eine Wand aus weißen Handtüchern entsteht, auf das Motiv der Händewaschung angespielt wird und wir 600 weiße Handtücher haben, sodass im Prinzip die Situation gewährleistet ist, Chor und Publikum könnten sich jetzt gemeinsam die Hände waschen und das würde aber nicht unbedingt zur Lösung des Konflikts beitragen. Arbeiten wir auf dem Videotriptychon mit einer Situation, dass wir, während wir das vorher benutzt haben, als Anspielung auf die Entstehungszeit des Werkes, nur am Schluss bilden diese drei unterschiedlichen Bilder ein gemeinsames Bild. Und das Bild sind die Schienen nach Auschwitz, auf das Lagertor zu. Und just in diesem Moment singt der Chor von einer Erlösung und von einer Vergebung. Aber so einfach ist die Erlösung nicht zu haben, wie das scheinbar komponiert ist. Dieser falsche Schluss lässt das Publikum mit einer Frage zurück, die eben nicht beantwortet werden kann. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, das zu übersetzen in den Umgang mit Geschichte, in den Umgang mit Schuld, ins Heute rein.